So, ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zu Siberia. Siberia. Okay, der Typ hat uns schon aus der Wohnung rausgescheucht, dieser unverschämte Kerl. Hier gibt's auch nichts weiter zu sehen. Und dann hauen wir einfach mal ab, ne? Ja. Oh, verschämt. Jetzt haben wir auch ein richtiges Problem, ne? Also, auf dieses Problem hier möchte ich kurz mal zeigen. Wenn wir ein bisschen später noch anzusprechen kommen, wir können den Knopf drücken. Wir können auch hier einen Deckel aufmachen. Aber mehr können wir nicht tun. Na? Blöd. Das wird sich noch zeigen. Lauf mal ein bisschen schneller, Kate, los. Beweg dich. Das klauen wir jetzt. Und es scheint ja doch mehr Probleme zu geben, ne? Ja, das hätten wir nicht gedacht, aber... Es kommt selten wie verhofft. Ja. Und schauen wir mal. Jetzt renn mal ein bisschen. Ja, beweg deinen Hintern. Beweg deinen sexy Hintern. Ich trinke dir mal ein Bier. Oh, ups, das war der Deckel. So. Ja, beweg dich. Beweg dich. Oh mein Gott, wer ist das? Hallo? Kate? Dad, bin ich froh, dich zu hören. Wie geht's dir, Liebling? Hattest du eine gute Reise? Bist du gut untergebracht? Klar. Lang, anstrengend und feucht. Aber keine Sorge, es geht mir gut. Besonders wenn du... Läuft alles anrufst und Telefonsex mit mir machst. Eigentlich nicht. Ich hatte mir das nicht so vorgestellt. Weißt du, alles ist hier so anders. Übrigens, Schatz, ich hab's nun doch geschafft, mir für morgen Nachmittag freizunehmen. Ich hole dich vom Flughafen ab. Ich hoffe, der Flug aus Paris hat keine große Verspätung. Wir sind um 8 bei den Goldwerks eingeladen. Mein armer Liebling, du wirst wohl kaum Zeit haben, dich frisch zu machen und dich umzuziehen. Dan, ich fürchte, das mit den Goldwerks morgen Abend wird nicht klappen. Mach dir keine Sorgen, Kate. Du wirst wie immer bezaubernd aussehen. Du kannst doch alles tragen. Männer. Deine Schwarze zum Beispiel, das steht dir doch wunderbar. Nein, das ist doch... Dan, ich werde meinen Aufenthalt hier verlängern müssen. Die Sache hat sich etwas verkompliziert. Verstehst du? Aber Kate, wegen dieser simplen Spielzeugfabrik. Der Verkauf verzögert sich. Ich muss noch ein bisschen hierbleiben. Dan, du kannst es doch verstehen. Oder bitte. Aber Kate, das kannst du mir doch nicht antun. Tja. Die Goldwerkverträge sind immerhin millionenschwer und... Ich weiß, es tut mir leid. Sorry. Geh bitte ohne mich hin. Ich komme zurück, sobald ich kann. Also, ich muss jetzt Schluss machen. Aber ich rufe dich bald wieder an. Küsschen. Küsschen, Herzchen. Mein Gott. Okay, der war jetzt ein bisschen enttäuscht, aber da können wir auch nichts machen. Ich meine, wir müssen auch gucken, wo wir bleiben, ne? Und seit der Emanzipation, ne? Also... Okay, hier scheint was zu fehlen. Schauen wir mal, ob das hier klappt. Yo! Aha. Und? Weiter? Geht die Tür jetzt auf oder nicht? Hä? Ging die jetzt auf oder nicht? Dann mach mal auf. Ja. Und die Tür ist opened. Mal sehen, was uns erwartet. Tirelli. Gehen wir mal da lang. Los, Kate, beweg dich. Das könnte die Manufaktur sein. Nicht so zögerlich, die Dame. Na, da kommen wir wohl kaum rein. Die wird wieder verschlossen sein, wie immer. Dann latschen wir mal außen rum. Oh, lecker, lecker Grafik. Beweg dich. Ein bisschen schneller als sonst. Ich liebe diese Musik. Habe ich das schon erwähnt? Das habe ich bestimmt erwähnt, weil die ist einfach geil. Ein Labyrinth wie bei Shining. Oh mein Gott, wir werden uns furchtbar verlaufen oder werden wir erfrieren. Nein, da ist ja jemand. Dann erfrieren wir nicht. Mit der rede ich nachher. Die scheinen uns auch nicht zu bemerken. Was ist das? Aha. Oh Gott, schnell weg. Moosbewachsene Statue. Habe ich auch noch nicht gesehen. Oder? Habe ich das gesehen? Weiß ich nicht. Egal. Gehen wir da rein. Oh, wir werden uns verlaufen. Wir werden uns so schrecklich verlaufen. Und dann müssen wir erfrieren. Was ist das? Ein Brunnen.
Ein ungarischer Ziehbrunnen. Nein, doch nicht. Aha, da lag was drinne. Sah wieder aus wie ein Schlüssel. In dem Spiel muss man sehr viele Schlüssel sammeln. Ah, da scheinen wir wahrscheinlich nicht reinzukommen. Ich schau mal ein Momentchen nach. Ja, Kate! Bisschen flott, Und... Nein, da kommen wir nicht rein. Das bringt nichts. Es ist verriegelt. Ja, was du nicht sagst, darauf wäre ich jetzt nicht gekommen. Aber jetzt beeil dich, Kate. Na gut, na red mal mit der Prost. Ups, oh, jetzt ist mal das Runde gehackt. Guten Tag. Sie haben wirklich einen wunderschönen Garten. Oh oh, sie steht auf. Reden Sie mir nicht vom Garten. Seit mein Gärtnerautomat defekt ist, kann ich mich vor Unkraut nicht mehr retten. Wissen Sie eigentlich, was das für Arbeit macht? Man kommt zu nichts anderem. Aber es stimmt schon, in Valladolid verzichtet jeder nur ungern auf seine Automaten. Doch daran müssen wir uns jetzt gewöhnen, wie es scheint. Schlecht. Ja, ja. Nummer 5 lebt. Die Automaten sollten auch leben. Und wir hauen ab von diesem Shining-Labyrinth. Wow, Stanley Kubrick. Einfach toller Film. Kann ich nur empfehlen. So. Ja. Okay, probieren wir mal, ob der Schlüssel passt hier irgendwo. Ja. Macht sie. Aufziehen. Auf das Zaun aus. Los, hopp. Auf dem Dach. Uff da, uff da. Uah. Ah ja. Gang hinauf. So. Wie elegant sie da hochsteigt. Es ist unglaublich. Unfassbar. Der Hammer. Und sie ist drin. Ich bin drin. Bin ich schon drin? Ja, gibt's ein paar Sachen. Aber ich schätze mal, ich werde ein paar Folgen brauchen, um das, was hier drin ist, vorzulesen. Deswegen nehmen wir erstmal das. Und ich glaube, hier war nichts mehr. Hier war nichts mehr, nein. Machen so weiter, denn das ist jetzt wirklich wichtig. Also das ist zwar pures Gelese und so, aber es ist spannend geschrieben und es ist einfach nur empfehlenswert. Also kann ich empfehlen. Aber bevor wir das machen, haben wir noch etwas Zeit. Daher... Oh. Das ist ein Geräusch. Oh mein Gott. Oh, da hat der mich erschreckt. Das Momo. Mammut. Kannst du Mammut für Momo malen? Mammut für Momo? Du bist das Momo. Du hast mich aber erschreckt. Momo hat uns ganz schön erschreckt, ne? Okay, dann wollen wir mal mit Momo ein bisschen quatschen, ne? Was willst du denn hier? Momo will ein Bild mit Mammut. Wie von Hans. Tut mir leid, aber ich habe kein Mammutbild bei mir. Du nimm Papier, Stift und mal Mammut für Momo. Ach du Kacke. Na, du gibst so schnell wohl auch nicht nach. Wieso hat gerade schon angefangen zu betteln? Okay. Du erinnerst dich doch an mich. Ich bin Kate. Du Mammut malen für Momo. Bitte. Ja, ja. Du musst mich für ganz schön dreist halten, dass ich hier so ohne Erlaubnis bei fremden Leuten eindringe. Weißt du, in meiner Arbeit muss ich den Dingen manchmal ein wenig nachhelfen. Aber keine Angst, ich bringe nichts durcheinander. Momo, kein Anna lieb. Ja, Anna, aber ich nicht. Das ist sicher. Anna wird nie mehr böse werden. Nein, das kann sie gar nicht. Sie ist tot. Ich kann nicht zeichnen, Momo. Und schon gar keine Mammuts. Mammuts malen ganz einfach. Ja, dann machst du doch. Kann Hans. Kann Anna. Kann Kate auch. Mal sehen. Ich könnte vielleicht eine Kiste mit einem Mammut drin haben. Das wäre eine Idee. Nee, Momo will echtes Mammut. Warum auch eine Kiste? Du bist ein kleiner Dickkopf. Warum eine Kiste? Ich suche irgendetwas, aber ich weiß nicht was. Ein Indiz. Etwas, was mich auf die Spur von Hans bringen könnte. Willst du mir nicht helfen? Nein. Du erst Mammut für Momo malen. Wenn ich dir helfe... Hilfst du mir dann auch? Ach du. Momo weiß, dass Kate und lieb wie? Ist. Kate malt Mammut für Momo. No.
dann Momo Kate sein Geheimnis bin ich erschrocken. Du kennst ein Geheimnis, Momo. Du erst Mammut für Momo malen. Toll. Okay, an dieser Stelle machen wir kurz eine kleine Pause und sehen uns das nächste Mal wieder bei Siberia. Und ja, ihr werdet mehr erfahren über die Geschichte. Ich sag bis dann. Adiós.